Moin Leute vom außergewöhnlichen und chaotischen Kochen. Wir sind heute mal wieder bei Victor in seiner Garage, weil das draußen arschkalt ist, es ist Januar. Wir machen heute spontan mal was zu essen, weil wir Hunger haben, mal wieder. Jurczyk ist nicht da, der hat sich abgemeldet, aber der kommt nachher später zum Essen. Heute machen wir etwas aus unserem eigenen Repertoire. Dieses Gericht haben wir ein Drachenhähnchen genannt. Warum Drachenhähnchen? Das werden Drachenhähnchen. Das Midlife. Hähnchen mit Feuerarsch. Nee. Genau. Nee, die Hähnchen, die Vögel, die sind ja von den Dinosauriern abgestammt, ne? So sagt man ja, ne? in der Wissenschaft, keine Ahnung. Und deswegen Dinosaurier, Drachen, Hähnchen, ne? So leiten wir das irgendwie so hin. Nein, es hat einen anderen Grund. Wir machen das mal wieder auf Feuer. Feuer ist draußen, machen wir später alles an. Jetzt bereiten wir erstmal alles vor. Das Hähnchen mariniert und dann die Zutaten, die Kartoschka schälen. Das zeigen wir euch gleich alles. Aber erst einmal gehen wir mal durch die ganzen Zutaten. Wir haben hier zwei wunderschöne Hähnchen. Genau. Die haben wir ganz gelassen, weil wir uns davon was Leckeres erhoffen. Nein, weil sie von innen auch noch ein bisschen Füllung bekommen. Dann haben wir einmal Sellerie, Stangensellerie, Zwiebeln, Knoblauch. Ohne Knoblauch geht gar nichts, genauso wie ohne Bier. Dann haben wir Püree, einmal ein Fienchel, eine Fienchenknolle oder wie man das sagt, keine Ahnung, Fienchel, Zwiebel, was weiß ich. Eine Drachenfrucht, deswegen Drachenhähnchen. Tomaten, Sherry-Tomaten und Trockentomaten. Und die Kartoffeln, die haben wir versteckt, die kommen später. Öl, das braucht man für auch im Kasan kochen immer. Das Gewürz auch vielleicht? Ja, so ein Hähnchengewürz. Achso, hast du schon genannt? Nee, habe ich nicht, aber so ein Hähnchengewürz für ein bisschen mehr Geschmack. Ne? Genau, dann fangen wir jetzt erstmal an, Vitjok. Jo, dann fangen wir an mit Schnippeln. Mit Schnibbeln, genau. Und jetzt erst einmal für die Marinade, weil wir wollen ja erst einmal marinieren. Das soll ein bisschen liegen bleiben. Das heißt, wir müssen dieses ganze Zeug jetzt durchschnippeln. Dieses ganze Zeug, genau. Thank you.
So, leider bin ich nicht drum herum gekommen. Ich muss leider doch schnippeln. Und nebenbei, vorher haben wir ein bisschen Bier getrunken, ein paar Kartoffeln geschält, zweieinhalb Zwiebeln. Ja. Und jetzt werde ich. Wer ist das Zeug nochmal? Das ist. Jetzt habe ich es auch vergessen. Das ist Sellerie. Genau, dann schneiden wir jetzt Sellerie. Stangensellerie. Ungefähr in. Ja, so 2-3 cm reicht vollkommen aus. Das wird sich später einkochen. Zack. Püree? Püree, genau. Also den Schwanz, den schmeißen wir auch weg. Genau, wie Job. Einmal ab und tschüss. Die Spitzen auch. Ungefähr hier. Oh. Und ungefähr in der gleichen Breite. Ja, bei den Brus muss man immer ganz gut aufpassen, Vitjok, dass man alles... Bei mir ja nicht. Du und Jurik, ihr seid die Fuscher hier. Nein, ich meine nur, ich wollte was anderes sagen. Also, ich meine, bei den Brus muss man aufpassen, dass man alles schön grob schneidet. Das ist ganz wichtig. Ja, weil es einfach ist, ne? Ja. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Fenchel. Fenchel. Genau, dann schneiden wir erstmal dieses angetrocknete schon weg. Zack. Ab in Müll. Dieses Schwänzchen hier auch. Die scheiße aussehen. Den Rest kann man ja dran lassen. Sehen ja fast alle scheiße aus. So, den halbieren wir nur einmal. Und packen wir nachher einfach so rein, ne? Genau, die stecken wir da einfach so rein und dann soll sie brutzeln. Tada. Wunderprächtig. So, das Müll. Da sind wir nicht durch. Nee, Vitjok, wir haben noch die Zwiebeln vergessen. Die müssen wir ja noch anschneiden. Die Zwiebeln, die bleiben ja ganz. Die werden wir ja nur zu so in der Mitte einmal kreuzweise zack und zack einmal anschneiden, sodass sie wie so ein Blümchen aufblühen nachher. Aber nicht durch, richtig? Nee, Vitjok, so zur Hälfte vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr. Genau, reicht schon. So, perfekt. Mehr nicht. Wunderprächtig. Die sind ganz schön saftig. Ja, das sind richtig gute Zwiebeln. So habe ich schon lange nicht mehr gesehen, solche Zwiebeln. Perfekt. Wunderbar. Und das kannst du, glaub ich, so lassen. Ach, einmal kommen. Ja, komm. Zack, fertig. Wunderbar. Jetzt sind wir fertig. Das Einzige, die Knobi. Die kommen dann genauso ganz rein, diese Zwiebel brauchen wir nicht und die Tomaten, die schmeißen wir da auch noch mit rein. Aber nur, weil die über sind. Okay. Wunderprächtig. Gut, dann machen wir jetzt Feuer. Das mache ich am liebsten. Genau. So Leute, wie das im Winter so üblich ist, ist das arschdunkel, schon um 5:30 oder kurz vor 6. Aber wir haben uns hier mit dem Baustrahler ein bisschen Licht besorgt. Feuer ist schon langsam am Starten. Voll im Gange. Ja, Vitjok, du bist schnell. Genau, und jetzt warten wir jetzt, bis das Zeug fertig ist, das Feuer. Dann kommt der Kasan drauf. Und dann können wir schon anfangen zu brutzeln, ne Vitjok? Jo. Perfekt. So, Vitjok ist gerade dabei, hier den Kasan drauf zu stellen. Das Feuer ist ordentlich gut. Es ist zwar alles extrem scheiße windig, macht aber nichts. Wir sind ja schon Schlimmeres gewohnt. Ja, wunderbar. Den habe ich vorher nach der letzten Reinigung ordentlich eingerieben. Ja, ja. Der muss jetzt erstmal ein bisschen ausbrennen. Genau. Sonst sehen wir schon wieder nichts, ne, Vitjok? Ja, sieht man mich? Ja, so ein bisschen. Sieht man mich jetzt? Wunderbar. Jo. So, Vitjok, was machen wir jetzt? Jetzt hat sich das Ding aufgeheizt. Mhm. Eigentlich können wir Sonnenblumenöl, Sonnenöl, wollen wir Seiten tauschen. Genau, dann fühle mich nicht gegen das Licht.
Ja. Aber frag mich nicht, wie viel. Doch, Vitok, mach mal ordentlich rein, weil da müssen ja die Hühner rein nachher. Genau. So einen guten halben Liter. Jo, passt. Ja, ja, das muss reichen. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen abwarten. Ja, sieht gut aus. Noch ein bisschen warten wir. Und dann können die Hühner rein. So Leute, unsere Hühner, die sind schon fast eingefroren. Macht aber nichts, die kommen gleich ins heiße Öl. Und jetzt wollen wir das mal versuchen. Das Öl ist schon heiß. Und ich versuche mich selbst nicht zu verletzen. No. Die fassen wir hier hinten an die Beine an. Guck mal, ein schönes Tier. So. Ui. Ja. Die schwitzen wir jetzt einmal an, so richtig schön von einer Seite, dann von der anderen Seite. Und dann nehmen wir die wieder runter und dann machen wir die ganzen Kartoffeln rein. Mir ist kalt. damit die Wärme auch hier noch ein bisschen was bewirkt, machen wir jetzt erstmal den Deckel für circa 5 Minuten zu und dann drehen wir die Hühner. So, und jetzt ist wieder Bierzeit. So, jetzt wollen wir einmal gucken, wie die Hühner aussehen. Wir haben circa 5 Minuten vorbei. Ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wollen wir die gleich mal wenden. Ja, wunderbar. Lecker. So. Wunderschöne Hühner sind das geworden. Richtig lecker. Riecht auch schon richtig gut. Ja. Also ungefähr 5 Minuten in dieser Position lassen. Und hier, da kann man ja schon sehen, unsere Tomaten, die saugen sich schon langsam mit Flüssigkeit voll. 5 Minuten lassen wir die jetzt auf dieser Seite, dann nehmen wir die raus. Und wenn wir die rausnehmen, machen wir ein bisschen weniger Öl, packen noch ein Stückchen Wasser rein und dann kommt unser Gemüse und Kartoffeln rein. So Leute, jetzt sind die Hühner circa bisschen länger als 5 Minuten, weil wir haben gerade mal geguckt, die waren noch nicht ganz fertig. Jetzt nehmen wir die Hühner erst einmal raus. Genau, dazu mache ich mal den Deckel erst einmal auf. Guck mal rein, da sieht er richtig lecker aus. Köstlich. Genau. So, damit nicht noch mehr an unserer Füllung da aus den Hühnern entweicht, drehe ich sie mal auf den Rücken. Ja, hier sind die auch schon ganz schön gut. Also die müssen auf gar keinen Fall jetzt durch sein, weil da kommt ja noch das Gemüse und die kommen nachher, die Hühner, noch auf das Gemüse drauf. So, dann haben wir unser Schälchen, wo die Hühner vorher drauf drin waren. Da kommen die wieder rein, erst einmal für eine Weile. Na. So. Eins. Ja. Jetzt muss ich das Ding auch noch kriegen. Hoch.
balancieren. Oh, Vorsicht. Zack. Drin. Wunderbar. Wir kommen erst einmal zur Seite. So, das kommt da hin. Jetzt schöpfen wir ein bisschen Öl ab, weil wir wollen ja nicht, dass das Gemüse sich komplett mit Öl vollsaugt. Deswegen müssen wir ein bisschen etwas von dem Öl wieder abschöpfen. Die Tomaten und diese schönen Sachen, die da in den Hühnern drin waren, die kann man drinnen lassen. Ja, so ist gut. Wunderbar. Und dann machen wir das alles ganz schön rustikal. Erst einmal füllen wir da die Kartoffeln in dieser Größe einmal komplett hinein. Zack. Danach kommt unser Sellerie und das Püree noch rein. Und dann packen wir die restlichen Trockentomaten hier auch noch dazu. Und anders als das Jurczyk immer macht, salzen wir das auch gleich. Und zwar ordentlich, weil Kartoffel zieht ziemlich viel Salz und deswegen müssen wir da auch ordentlich Salz drauf tun. Ihr könnt das natürlich nach Geschmack machen, wir machen ein bisschen mehr. Ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen von unseren Hähnchengewürzen. Hier drauf würde ich jetzt nicht zu viel machen, nur ein bisschen, damit das auch so ein bisschen Hähnchengeschmack bekommt. So. Wunderbar. Dann rühren wir das alles einmal durch. Man sieht ja schön, dass die Kartoffeln schön ölig werden. Und das ist ja auch perfekt, weil das ganze Öl verteilt sich jetzt auf dem Gemüse. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Und unten, wenn man da reinguckt, haben wir kaum noch Öl übrig. Jetzt lassen wir das alles ein bisschen so brühen. Ich würde mal sagen, so circa 10 Minuten, maximal 15, damit das alles ein bisschen durchkocht oder durchbrät. Und danach packen wir den Rest rein und die Hühner auch wieder rein. Deckel zu. Und Bier trinken wieder. So, liebe hungrige Leute. Jetzt haben wir die Kartoffeln so circa 15 Minuten, so knapp über 15 Minuten dort drin braten lassen. Ich glaube, also währenddessen haben wir zweimal aufgemacht, ein bisschen durchgerührt. Ah, sieht geil aus. Die Kartoffeln sind schön angebraten. Ich nehme mal eine raus von den Seiten. Die müssen wir deswegen anbraten, weil jetzt Wasser reinkommt. Dann im Wasser werden sie dann ja dampfen und nicht mehr braten. Und wir wollen ja eine schöne Farbe haben von den Kartoffeln. Wunderbar. So. Machen wir das alles schön gerade verteilen. Sehr gut. Jetzt kommt
wenig Wasser dazu. Wasser machen wir nicht zu viel, weil dann haben wir eine Suppe. Machen wir nur ein bisschen, so dass man ein bisschen ja, so zwischen den Kartoffeln erkennt, dass da Wasser drin ist. Unsere vorgebratenen Hühner kommen jetzt auch wieder drauf. Die sind noch schön warm. Zack. Zack. Sehr schön. Nun verteilen wir auch unseren Fienchen so ein bisschen tief ins Wasser, damit das auch ein bisschen kocht und auch sein Aroma entfaltet. Unsere Zwiebeln. Das dünstet nachher alles durch und öffnet sich. So. Und unsere ganzen Knobis. Die kommen hier auch noch rein. Wunderbar. Dann würzen wir noch das letzte Mal einmal durch. Salz einfach oben drüber. Das macht nichts, dass es oben drüber ist, weil mit dem Wasser kommt der Dampf nach oben und dann zieht er auch komplett wieder nach unten und spült die Würze herunter. Ein kleines bisschen Pfeffer noch. Und ein ganz, ganz kleines bisschen wieder von unserem Hähnchenzeugs. Das muss reichen. Wasser haben wir unten genug. Jetzt machen wir das Ganze wieder zu. Und lassen das ungefähr, wie gesagt, 40, 45 Minuten auf langsamer, geringer Flamme rösteln. Und dann wird lecker gegessen. Circa eine Stunde haben wir jetzt das Ganze gekocht. Und jetzt wollen wir das Ganze rausholen. Wir machen erst einmal auf, um da mal reinzugucken. Das brutzelt schön. Und riecht lecker? Ja. So. Zack. Unsere Hühner, die haben ja, die waren jetzt zwar eine ganze Stunde da drin, deswegen kann das sein, dass die auseinanderfallen. Deswegen müssen wir ganz, ganz vorsichtig damit umgehen. So. Ein Huhn. Ein zweites Huhn. Man kann die Sud könnte man auch mitnehmen, aber wir schaufeln das jetzt erst einmal alle so raus. So, die Knobi. Die ziehe ich mal raus. Mal überall an den Seiten. So. Und sogar die Zwiebel fällt auseinander. Das wird lecker. Und jetzt beginnt das Festessen. Oh, das ist schwer. Bitte lauf rein.